Nach überliefertem Brauch empfängt man Freunde mit Brot und Salz. Ein Sinnbild des Zusammenlebens. Ohne Salz und Brot gibt es kein Leben, keine Geschichte, keine Kultur. Salz wurde zum Symbol für Macht und Reichtum, Glück und Unglück, Treue und Liebe. Für Salz steht die Formel Natriumchlorid. Das ist eine Verbindung des Alkalimetalls Natrium mit dem Gas Chlor. Der reine Salzkristall erscheint als vollendeter glasklarer Würfel, einst unter allen Edelsteinen der kostbarste genannt. Die weiße Spur dieses magischen Minerals beginnt in den Wasserläufen. Sie weisen uns den Weg. Seit Urzeiten schwemmt das Wasser, Erde, Mineralien und Salze zurück ins weite Meer, zurück an den Ursprung des Lebens. Seit Jahrtausenden nutzt der Mensch die Energie von Sonne und Wind zur Gewinnung von Salz aus dem Meer, wie hier im Rhone-Delta. Die Salzgärten von Egmont breiten sich über 7500 Hektaren Fläche aus. Sie sind ein kompliziertes Netzwerk aus Kanälen, Verdunstungs- und Kristallisationsbecken. Im Frühjahr wird frisches Meerwasser zugeführt. Bereits mit der Märzsonne beginnt das Wasser zu verdunsten und der Salzgehalt steigt auf natürliche Weise an. Das Meerwasser wird nun von Becken zu Becken geleitet, bis die Salzkonzentration 260 Gramm pro Liter erreicht. Die so entstandene Sohle kommt in den Kristallisationsbecken zur Ruhe. Die Salzkristalle wachsen ungestört heran. Nur wenigen Lebewesen, wie Algen, Kleinkrebsen und Bakterien, behagt dieser salzige Lebensraum. Die lachsroten und violetten Farben der Verdunstungsbecken zeugen vom Wachstum, Wandel und Untergang ihrer Bewohner. Wenn jeweils im September die Salzkruste auf eine Höhe von 12 cm angewachsen ist, kann die Salzernte beginnen. Die Belegschaft arbeitet nun rund um die Uhr, immer im Wettlauf gegen die Witterung. Schon wenige Millimeter Herbstregen verwandeln tausende Tonnen glitzernder Salzkristalle zu wässrigem Brei. Was einst hartes Handwerk erreichte, wird heute von gigantischen Anlagen bewältigt. Während 4 Wochen raffen sie täglich 20.000 Tonnen Meersalz zusammen. Während der Erntezeit eine Menge von 500.000 Tonnen. Ein Teil wird sofort gewaschen, getrocknet, gemahlen und jodiert. Eine weit größere Menge wird zu Halden aufgeschüttet und während der folgenden Monate verarbeitet. Zur natürlichen Reinigung dieser Massen ist jetzt leichter Regen sogar erwünscht. Tief im Erdinnern zeugen mächtige Steinsalzlager von urzeitlichen Meeren. Sie überfluteten einst Europa von England bis Polen und von Deutschland bis Spanien. Diese Steinsalzlagerstätten werden wie Kohleflöze im Bergbauverfahren ausgebeutet. In Bord, nördlich von Düsseldorf, wird mit aufwendiger Technik reines Steinsalz gefördert. Täglich 10.000 Tonnen aus 740 Meter Tiefe. Die Bergleute rücken mit Fräsen, Bohren und Sprengen im Steinsalz vor. Das Bergwerk ist ein weit verzweigtes System aus über 60 Kilometer Straßen, Stollen und Kavernen. Schwere Muldenfahrzeuge und weitreichende Förderbänder bringen die weiße Fracht zum Grubenlift. Pro Fahrt hebt er 20 Tonnen Salz ans Tageslicht. Es ist von reiner Qualität und kann daher direkt verarbeitet und konfektioniert werden. Bord versorgt den Markt mit über 2 Millionen Tonnen Steinsalz pro Jahr. Gehen wir in der Zeit 4,5 Milliarden Jahre zurück. Unsere Erde erglühte damals als feuriger Ball, kühlte aber schon stetig ab. Etwa 1 Milliarde Jahre vergingen. Gewaltige Dauerregen rauschten aus der Uratmosphäre nieder und die Erdkruste trieb Wasser aus. Die Gewalten zeugten den Ozean.
Als sie sich endlich beruhigten, erschien die Erde als leuchtend blauer Planet. Und das Salz? Seit Anbeginn wirkte die Erosion. Regen, Bäche und Flüsse schwemmten Mineralien und Salze aus dem Gestein. Aus Vulkanen und Erdspalten entwichen enorme Mengen Natrium und Chlor und blieben im Wasser gefangen. So gelangte das Salz in die Meere. Seit 600 Millionen Jahren liegt die Konzentration des Salzes bei 3,5%. Vor 220 Millionen Jahren waren die Erdteile zum Superkontinent Pangaea zusammengefügt, der aber schon erste Brüche zeigte. 20 Millionen Jahre später begann die spannende Geschichte des Schweizer Salzes. Ureuropa lag damals in der Nähe des Äquators. Wo sich heute die Gebiete der Steinsalzlager befinden, erstreckten sich einst seichte Meeresarme. Tropische Hitze und trockene Winde ließen das Wasser in den flachen Lagunen verdunsten. Weite, leblose Sümpfe und Wüsten aus Gips, Anhydrit und Salz entstanden und prägten die Landschaft. Neue Überflutungen und neue Verdunstungszyklen schrieben steinerne Geschichte. Mächtige, kilometerdicke Schichten aus Kalk, Gips, Anhydrit, Natrium, Kalium und Magnesiumsalzen, Staub, Sand und Lehm zeugen davon. Was die rasche Bildfolge darstellt, geschieht in Wirklichkeit in einem unendlich größeren Zeitraum an Küsten, in Meeren und auf dem Festland in aller Vielfalt. Phänomene der Verdunstung sind zum Beispiel das Tote Meer, das Death Valley, die Salzdome in Europa und im Iran, Salzwüsten, Salzpfannen und Seen. Große Salzlager der Zukunft entstehen heute im Golf von Kalifornien, im Persischen Golf und im Roten Meer. Bei der Saline Schweizer Halle liegt die reizvolle Juralandschaft des Wartenbergs, ein Hausberg vor Basel. Hier, wo auch ein guter Wein gedeiht, hütete die Erde während Millionen von Jahren einen wertvollen Schatz. Tief im Erdinnern liegen mächtige Steinsalzschichten. Seit 1837 wird im Gebiet des Wartenbergs und seit 1848 in Rieburg bei Rheinfelden das Salz in Tiefen bis 400 Meter mit zugeführtem Wasser aufgelöst. Die konzentrierte Salzlösung, jetzt Sole genannt, fließt in einer Pipeline zur Saline, zum Kristallisationsprozess. Geologische Sondierbohrungen geben erste Auskunft über Lage, Ausdehnung, Mächtigkeit und Salzgehalt der künftigen Bohrfelder. Die Produktionsbohrungen werden einer Spezialausrüstung im Rotary-Verfahren durchgeführt. Sie sind mit der Erdölbohrung vergleichbar. Im Schichtbetrieb treibt die Mannschaft den Bohrkopf und das nachzuschiebende Gestänge phasenweise durch 200 Millionen Jahre Erdgeschichte und fiebert dem Fund entgegen. Dieser Vorgang dauert etwa 3-4 Wochen. Spannung kommt auf, wenn das Salzlager erreicht ist. Alle sind bewegt, wenn beim Öffnen des Bohrmeißels erstmals die Krone eines Salzkerns in herber Schönheit erscheint. Im Tageslicht funkeln die Salzkristalle wie ein vollendet geschliffener Bergkristall. Der Schatz ist gehoben. Vom Geologen werden die Bruchstücke der Bohrkerne Meter für Meter analysiert. Ein Mosaik von Schichten, Mustern und Farben zeugt vom einstigen Spiel von Sonne und Wind und von der Gewalt der Kräfte zwischen Wasser und Land. Mit einem größeren Bohrmeißel werden die Bohrlöcher erweitert und dann werden drei konzentrische Rohre abgesenkt. 1946 beendete das Rotary-Bohrverfahren die Zeit der beschwerlichen Schlagbohrung. Die allerersten Bohrlöcher wurden noch mit Muskelkraft abgeteuft. Ab 1852 erleichterten Dampfmaschinen und später die Elektrizität die zeitraubende Arbeit. Das innerste Rohr leitet die gesättigte Sohle ab. Das zweite führt Frischwasser zu und das äußerste dieser Rohre enthält Stickstoff als Schutzgas. Die Form und die Ausdehnung der entstehenden Kavernen können heute genau gesteuert werden. Eine dünne Schicht Stickstoffgas drängt sich mit Druck zwischen das Frischwasser und das oben liegende Steinsalz. Sie bildet eine Schutzschicht und verhindert dort die Auflösung.
Die Kavernen wachsen daher gezielt in die Breite. 2 Jahre nach der Anlaugung liefern neue Bohrstellen erstmals gesättigte Sohle in nutzbarer Menge. Nach 10 bis 20 Jahren werden die Kavernen stillgelegt, bleiben aber mit Sohle gefüllt. Sie sind dann bis auf 80 Meter Durchmesser angewachsen und bis zu 40 Meter hoch. Das verbleibende feste Steinsalz stützt das Gestein nach oben ab. Bis zu 60 Kavernen liefern gleichzeitig ohne Unterbruch Sohle für die beiden Salinen Schweizerhalle und Riburg. Ein Netz unterirdischer Sohle, Wasser- und Schutzgasleitungen durchzieht die Bohrfelder kilometerweit, überwindet dabei Höhenunterschiede bis zu 400 Meter und läuft in Pumpstationen zusammen. Pro Tag wälzt das Pumpsystem der Bohrfelder 7 Millionen Liter Wasser und Sohle um. Trotz zentraler Überwachung und vollautomatischer Steuerung müssen das Leitungssystem und die Pumpwerke zusätzlich überprüft werden. Nach bewährtem Plan erfolgen die detaillierten Kontrollen vor Ort. Die sorgfältige Wartung des Systems gewährt den steten Fluss von Wasser, Sohle und Stickstoffgas. Im Hauptsammeltank des Bohrfeldes strömt die Rohsohle der vielen Kavernen zusammen. Die klare Flüssigkeit wird hier erstmals sichtbar. Von hier gelangt sie via Pipeline direkt zur Enthärtungsanlage in der Saline. Die Reaktortanks haben ein Fassungsvermögen von 1400 Kubikmeter. Das patentierte Sohle-Enthärtungsverfahren wurde in Schweizerhalle schon in den Jahren 1898 bis 1902 entwickelt. In der gesättigten Rohsohle sind, nebst 310 Gramm reinem Kochsalz, je Liter noch 6 bis 8 Gramm Calcium- und Magnesiumsalze gelöst. Diese Nebensalze würden die Heizkammern der Verdampfer mit einem steinharten Belag rasch verkrusten. Sie werden daher ausgefällt und die Rohsohle dadurch enthärtet. Dies geschieht in 2 Phasen, durch Zugaben von Kalk, Soda und Kohlensäure. Nachher fällt hauptsächlich Gips als Rückstand an. Für kurze Zeit erscheint die enthärtete Sohle als einladender blauer Swimmingpool. Das Labor nimmt jetzt Proben. Die Analysenwerte dienen zur Regulierung des Eindampfprozesses. Erst wenn die geforderte Sohlequalität erreicht ist, kann die Salzgewinnung beginnen. Heizdampf von 140 Grad bringt die Sohle im Verdampfer zum Kochen. Der sich bildende Dampf, nun Brüdendampf genannt, wird im oberen Bereich abgeführt. Das Salz kristallisiert laufend aus und sammelt sich als Brei am unteren Ende des Verdampfers an. Die Gesamtanlage funktioniert nach dem Prinzip der mechanischen Dampfverdichtung. Der Brüdendampf wird gewaschen, Kompressoren zugeleitet, dort verdichtet und dabei auf 140 Grad erhitzt und so als Heizdampf wieder genutzt. Dank diesem Verfahren benötigt man heute zur Kristallisation einer Tonne Salz 15 mal weniger Heizenergie als früher. In der Saline Schweizerhalle sind 6 Verdampfer in Betrieb. Sie sind über 20 Meter hoch und haben ein Volumen von je 100 Kubikmetern. Vom Kommandoraum aus werden die Sohleförderung, der Verdampfungsprozess und die Nachbehandlung des Salzes zentral überwacht und gesteuert. Die Produktionsleistung ist seit den Gründerzeiten eindrücklich gestiegen. Im Jahre 1909 produzierten 9 Arbeiter 10 Tonnen Salz pro Tag. Heute steuert ein 3-Mann-Team die erheblich größere Anlage. Mit 3 Ablösungen wird eine Tagesleistung von 1000 Tonnen erreicht. Die Salinen Schweizerhalle und Riburg gewinnen zusammen 400.000 Tonnen Salz im Jahr.
Diese Menge entspricht einem Steinsalzkoloss dreimal so groß wie das Basler Münster. Von den Verdampfern wird der nasse Salzbrei auf die Zentrifugen geführt. Die Masse wird bei hoher Drehzahl geschleudert, Wasser und Salz werden getrennt. 2% Wasser bleiben als Restdichten. Das Salz erscheint jetzt erstmals leuchtend weiß und rein wie frischer Pulverschnee. Die weiße Salzspur schiebt sich auf schnellen Bändern durch den Betrieb, zu weiteren Produktionsbereichen, zu Abfüllstationen und zu Verladestellen. Mit besonderen Zusätzen wird das Salz veredelt. Seit Jahrzehnten wird Jod als wirksame und günstige Vorbeugung gegen Schilddrüsenerkrankungen zugegeben, aber auch Fluor gegen Zahnkaries. Kleinste Mengen Antiklumpmittel erhalten es riesel- und transportfähig. Im Fließbetttrockner beginnt das zugeführte Salz plötzlich mit einem schwebenden, rhythmischen Tanz. Das zauberhafte Spiel entsteht durch den heißen Luftstrom, der auch noch das letzte Wasser vertreibt. Nur ein paar Tropfen widerstehen, wenige Milliliter auf 100 Kilogramm Salz. In den Lagerhallen erheben sich majestätische Salzgebirge. Rund 15.000 Tonnen fassen die hölzernen Konstruktionen. Salz, einst weißes Gold genannt, lagert hier als lose Salz für die industrielle Verwendung und für den Winterdienst. Hohe Lagerbestände sind notwendig, um die Versorgung mit dem Rohstoff Salz jederzeit sicherzustellen. Besonders die kalte Jahreszeit kennt kein Pardon. Bei Eisglätte und Schneefall muss Auftausalz rasch verfügbar sein. Dann rückt der Schaufellader den Salzbergen unerbittlich zu Leibe, bringt sie zum Einsturz und nach wenigen Wochen sind sie verschwunden. Jene Zeiten liegen weit zurück, als noch starke Männer das Salz in Säcke schaufelten. Heute erfolgt die Abfüllung vollautomatisch. Der große Kundenkreis aus Handel, Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie bezieht sein Salz per Bahn und Straßentransport. Ebenso Gemeinden, Städte und Kantone. In Schweizerhalle und in Rieburg bestehen Verladestationen für verschieden palettierte Sorten und für lose Salz. Einige der Bahnwagen werben für Juracell, das Speisesalz aus der Schweiz. Bis 1000 Säcke pro Stunde verlassen die Anlage, konfektioniert zu 5, 25 oder 50 Kilogramm. Mehr als 10 verschiedene Salzsorten werden in Kunststoffsäcken ausgeliefert. Die Kunststoffhülle hält Wasser und Feuchte fern, ist stabil und reißfest. Ein exaktes Timing ist erforderlich, um die gewünschte Ware zur vorgegebenen Zeit an den richtigen Ort zu liefern. Dies funktioniert dank dem ausgeklügelten und eingespielten Transport- und Verteilsystem und weil die Logistikpartner gut harmonieren. Wer aus Versehen Salz verschüttet, verschüttet sein künftiges Glück.
Zwei Verpackungslinien in Schweizer Halle füllen die Juracell Speisesalze in verkaufsfertige 500 Gramm oder 1 Kilogramm Kartons ab. Aus lebensmittelhygienischen Gründen werden diese Speisesalze ohne Zwischenlagerung abgefüllt. Erhöht sich die Produktion in der Eindampfanlage, muss in der Paketierung die Abfüllkadenz ebenfalls beschleunigt werden. Darum wird auch in diesem lebhaften Bereich oft im Schichtbetrieb gearbeitet. Pro Stunde stoßen die beiden Maschinen mehr als 20.000 dieser umweltfreundlichen Haushaltspackungen aus. Jede Prise Salz aus dem grünen Juracell-Paket enthält Spuren von Jod und Fluor und leistet damit einen kleinen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge. Frühsommer. Die Lagerhalle 2 hat sich geleert. Die Produktion wird hochgefahren. Leise rieselt der Salzstrahl aus den Förderbändern in die Tiefe. Tonne für Tonne häuft sich wieder zu weißen Bergen. In Intervallen werden aus den Schichten Proben genommen. Kein Körnchen wird außer Acht gelassen. Es hieß ja einst, jedes verlorene Korn kostet den Nachlässigen eine Träne. Salz, das Mineral, welches erloschenes Leben vor Zersetzung bewahrt, wurde seit je als Sinnbild des Lebens verstanden. 200 Millionen Jahre nach seiner Ablagerung holt man es aus den Tiefen des Juras, damit es in unserer Zivilisation seine lebenswichtigen Funktionen erfüllen kann. Irgendwann aber verliert sich die weiße Spur. Der ewige Kreislauf des Wassers schwemmt das Salz aus der Erdgeschichte und die Mineralstoffe der heutigen Zeit wieder ins Meer, zurück zum Ursprung allen Lebens.